Willkommen zu dieser kleinen Aufnahme. Einen wunderschönen guten Tag. Ich fange direkt einfach mal an. Ihr werdet ja bereits im Titel gelesen haben, worum es geht. Für die, die nicht wissen, worum es geht. Die sogenannte Green Demon Challenge. Folgendes. In jedem Level, welches es hat, meine ich, gibt es ein One-Up, ein verstecktes One-Up. Und, warte mal. In diesem... dieses wird versuchen, einen zu jagen. Und ich muss versuchen, in der Zeit, in der es einem jagt, alle 8 roten Münzen zu holen. Und dann am Ende noch den Stern, ansonsten habe ich die Challenge verkackt. Das Ding ist, diese Challenge existiert jetzt schon seit, weiß nicht, 2014, 15, 16, 17, keine Ahnung. Es ist so ein alter Hut und trotzdem wurde es wieder aufgeholt. Und Leute machen Videos darüber und es ist einfach so peinlich. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie einfach das erste Level eigentlich ist. So, hier haben wir auf jeden Fall unseren Dämon. Das war scheiße. Wo ist er? Da ist er. Wir versuchen jetzt alle roten Münzen zu sammeln. Und was man da auf YouTube so sieht teilweise, es ist einfach so peinlich, okay? Die kommen auf das Teil einfach nicht klar. Die finden, manche finden das sogar ernsthaft gruselig, das Teil. Leute, es ist ein fucking One-Up. Nehmt eure Bälle zusammen, Alter. Das ist... Die zwei hebe ich mir auf. Ich gehe jetzt... What? Okay, das ist jetzt Beschiss. Wir gehen mal nochmal eine extra Runde, okay? Wo ist das Teil? Keine Ahnung, wo das Teil ist. Ich weiß, man will ja in seinen Videos irgendwie eine gewisse Spannung oder sowas haben, aber Leute, ihr seid echt so jämmerlich. Streckt ihr das Ganze ernsthaft noch auf 10 Minuten? Wenn nicht sogar 2 Videos. Oh, fuck. Oh, ich habe eine Fliege verschluckt. So, naja, jedenfalls. Das ist echt so bitter. Ne? Warum existiert sowas? Und warum wird dieser Kram ernsthaft nochmal aufgerüttelt? Warum? Und dann zeigen Leute ernsthaft Schwierigkeiten mit dem ersten Level. Ich meine, Leute, habt ihr jemals in eurem Leben ein Videospiel gespielt? Es ist einfach. Ich habe es bei meinem ersten Versuch geschafft. Zugegeben, ich habe das Spiel schon des Öfteren in meinem Leben gespielt. Aber was ihr so teilweise bietet, ist echt peinlich. Okay, das habe ich jetzt nicht geschafft. Gerade wo ich von Peinlichkeit rede. Super. Ah, guck mal, da ist das Leben. Toll. Schön. Ich würde jetzt nicht unbedingt in die Richtung gehen. Es wird wohl noch eine Weile brauchen, bis es hier ist. Also versuche ich einfach mal die Kanone zu nehmen. Ein bisschen Strategie anwenden. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Könnt ihr einfach nichts? Ist es wirklich so schwierig, ein Spiel zu spielen und darüber zu kommentieren? Ich meine, guck mal, ich komme es auch hin. Wie viele habe ich? 5. Warte mal, wo? Achso, ich dachte, die Münzen waren gerade das One-Up. Das ist nicht das One-Up, falls ihr euch fragt. Ja, und jetzt fehlt mir halt nur noch die 2, die ich übrig gelassen habe. Und dann ist das Level abgeschlossen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass das One-Up da steckt, aber... Da. 8 roten Münzen. Stern gesammelt. Kein Problem. First try, Idiot. Jetzt. Und guck mal, es hat mich nicht mal 5 Minuten gekostet. Und mein Headset gibt auf. Toll. Das würde ich auch nur mal so gesagt haben. Wenn ihr das ernsthaft nicht schafft, das erste Level, dann müsst ihr dringend euren Kanal löschen. Geht einfach nach Hause. Ihr solltet gar nicht damit Geld verdienen. Ihr seid eine Schande für alle Leute, die jemals im Leben ein Videospiel gespielt haben. Hört einfach auf. Sagt auch nicht, dass das schwierig oder gruselig ist. Es ist es nicht. Beides nicht. Wenn ihr es richtig anstellt, es deprimiert mich so sehr. So was auf YouTube rumläuft. Hört auf! Hört auf damit! Das ist ein Hilferuf! SOS! SOS! Wir brauchen Hilfe!
Naja, das habt ihr auf jeden Fall gesehen. Es war easy peasy. Es war so lachhaft einfach. Ihr seid alle lachhaft. Erzählt mir nicht, dass das schwierig ist. Ihr seid eine Schande. So. Der nächste Level wäre dann dieser hier, falls ihr es wirklich sehen wollt. Ich bin ehrlich, in diesem Level hatte ich sogar tatsächlich selber Schwierigkeiten. Ob ich das also wirklich schaffen würde, weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Keine Ahnung. Ich wollte nur dieses Video aufnehmen, um zu zeigen, wie lachhaft manche Leute agieren auf YouTube. Das ist... YouTube ist sowieso in der untersten Schublade gelandet. Das könnt ihr sowieso vergessen. Aber, was will man machen? Ich wollte mich nur noch mal darüber auskotzen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.